Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video möchte ich mit dir eine Gegenüberstellung machen. Und zwar, was unterscheidet Beziehungsidioten von Beziehungsexperten bzw. Profis? Also Menschen, die wirklich eigentlich keine Ahnung haben, wie man glückliche Partnerschaften oder Partnerschaften generell führt, versus Menschen, die ein paar grundlegende, fundamentale Prinzipien verstanden haben und dadurch glückliche, erfüllte und langlebige Beziehungen führen können. Und dieses Video soll dir dienen, mal zu gucken, wo bist du schon gut aufgestellt und wo bist du nicht so gut aufgestellt. Wenn dich das interessiert, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und meine Spezialität ist es, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um zu einem Menschen zu werden, die ein glückliches Leben bzw. ein glücklicheres Beziehungsleben führen können. Denn meine These ist es, das beginnt alles nicht bei unseren Umständen, sondern bei uns und dem, was hier abgeht. Und in diesem Video möchte ich dir ein bisschen Orientierung geben. Ich habe ja über die vielen Jahre, die ich jetzt schon diese Arbeit betreibe und vor allem auch, die ich jetzt mich selbst für dieses Thema Beziehungen interessiere, habe ich viel gesehen. Und zwar viel, was wunderbar funktioniert. Auch Paare, wo ich gedacht habe, wow, geil. Ich habe tatsächlich von einigen meiner Kundenpaare sogar Dinge übernommen, die ich so cool fand, weil sie so gut funktioniert haben. Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite auch gesehen, oh mein Gott, das kann nicht funktionieren. Und ich habe ja dann auch die Resultate wahrgenommen. Und aus diesem Erfahrungsschatz möchte ich dir eine Liste mit 6 Merkmalen an die Hand geben, woran ich erkennen kann, ob jemand in die ganz falsche Richtung unterwegs ist, wo man schon fast vorhersagen kann, das wird nicht gut enden, versus geil, das macht ihr prima und ihr spürt es, weil ihr glücklich seid in eurer Partnerschaft. Springen wir mal rein. Kardinalsfehler Nummer 1 von Beziehungsidioten. Sie sind zu kompromisslos und vor allem zu egoistisch. Sie denken nur an sich selbst. Jeder von uns kennt jemanden, der in der Partnerschaft sagt, nein, wir machen das so, ich will das nicht anders und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Das ist ein Beziehungskiller. Ja, das ist wirklich ein Beziehungskiller. Weil was passiert mit dem Gegenüber? Das Gegenüber, also der Partner oder die Partnerin, wird leiden und wird irgendwann sich die Frage stellen, warum tue ich mir das an? Das kann tatsächlich manchmal relativ schnell gehen und das kann manchmal auch Jahre dauern, aber irgendwann kommen viele Menschen darauf, das tut mir nicht gut. Und wenn sie an diesen Punkt kommen, ist Feierabend. Und das wünsche ich auch der Person, die leidet, ne? Ist ganz klar. Was machen Beziehungsprofis? Ich nenne sie jetzt einmal Beziehungsprofis. Sie nehmen Rücksicht. Sie nehmen Rücksicht und stellen sich auch die Frage, sag mal, was tut meinem Partner gut, was tut meiner Partnerin gut? Wie kann ich ihm oder ihr was Nettes oder Gutes tun? Wie kann ich aufpassen, dass ich nicht über ihre oder seine Bedürfnisse rüberbügel? Ja, aber was sie nicht machen, und da kommen wir nämlich jetzt schon zu Punkt Nummer 2, wie habe ich es in meiner Liste genannt? Ach so, sie weichen aber auch nicht ständig von ihren Bedürfnissen ab. Ja, das ist Punkt Nummer 2. Beziehungsidioten machen, wenn sie nicht total egoistisch sind, gibt es eine andere Kategorie für Menschen, die ständig das machen, was der andere will. Ja, ich will eigentlich auf dem Land wohnen, du willst aber nach Berlin in die City ziehen. Na gut, dann machen wir, was du willst. Ich will eigentlich einen schönen Abend haben zu Hause. Du willst feiern und Attacke machen. Na gut, dann machen wir, was du willst. Das ist das, was, ich meine das auch nicht böse, wenn ich sage Beziehungsidioten, meine ich das übrigens nicht böse, weil ich selber, als ich früher noch Reden gehalten habe auf Persönlichkeitsentwicklungsevents und so, habe immer von der Story erzählt, wie ich vom Beziehungsidioten zum Beziehungsexperten wurde und daher kommt die Terminologie, also das ist kein Angriff, aber das ist einfach so gut gegenüberzustellen. Was will ich also sagen? Punkt 2 ist, wenn du die ganze Zeit von dem abweichst, was dir gut tut, dann musst du dir vorstellen, wenn das dein Weg ist, dann bist du ständig abseits deines Weges unterwegs. Ja, und wer ständig abseits seines Weges unterwegs ist, der ist abseits seiner eigenen Bedürfnisse unterwegs, seiner eigenen Werte, seiner eigenen Vorstellungen. Und das ist eine Formel für Niedergeschlagenheit, unglücklich sein,
Depression. Und vor allem, es ist auch, wenn mal abgesehen davon oder zusätzlich davon, ist das eine doofe Idee, weil die Folge davon ist irgendwann, du hegst einen Gräuel gegen deinen Partner. Weil du irgendwann an den Punkt kommst, wenn du ständig das machst, was er will, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dir denkst, was soll denn der Scheiß? Warum machen wir eigentlich immer nur das, was er oder sie will? Und hast dann das Gefühl, er oder sie ist schuld. Und das ist nicht gut für eure Partnerschaft. Was machen Beziehungsexperten? Sie machen natürlich das Gegenteil. Sie achten darauf und fragen sich, was ist mir wichtig? Was brauche ich? Was tut mir gut? Und handeln danach. So, und jetzt müssen wir mal die ersten beiden Punkte zusammenbringen. Das könnte jetzt wieder dann so klingen, ich soll egoistisch handeln. Nein. Die Beziehungsexperten, die passen auf, für sich einzustehen, aber bleiben dabei immer im Kontakt mit dem Partner. Nehmen wir mal das Beispiel Wohnort dafür. Wie kann ich für meine Bedürfnisse einstehen und trotzdem in Kontakt mit meinem Partner bleiben? Also mal angenommen, ich bin der City-Typ und sage, ich will in der Stadt wohnen, ich will ganz, ganz schnell in den Hotspots sein, ich will Leben haben und so weiter. Dann könnte ich jetzt sagen, nein, das ist mein Weg, das entspricht meinen Wünschen und Vorstellungen, das will ich so. Aber wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe, die sagt, ja, ich möchte eigentlich auf dem Land wohnen, dann anstatt dann zu sagen, nee, will ich nicht, kann ich gucken und so bleibe ich im Kontakt mit meinem Partner. Das ist das, was ich meine mit Rücksicht. Frag dich oder finde raus, warum. Was will diese Person? Warum will sie im Dorf wohnen? Und wenn die Antwort jetzt lautet, na, ich möchte eigentlich eine grüne Umgebung haben, in die ich reinschauen kann. Oder ich will mal schnell in den Wald kommen oder schnell an den See, wo ich laufen gehen kann. Und dann weißt du, du fragst dich, warum will ich denn eigentlich in die Stadt? Ja, also ich will, weiß ich nicht, ich will immer wieder zu Unternehmertreffen gehen oder ich will immer wieder das machen oder ich will im Café arbeiten oder was weiß ich. Aha, ja, und dann guckst du, wie kannst du hinkriegen, dass du einen kurzen Weg hast, da wo du hin willst und deine Partnerin kriegt den grünen Ausblick und den ganz kurzen Weg zum See. Und dann ziehst du vielleicht nach Berlin, weiß ich nicht, Grunewald oder irgendwas. Also das Resultat ist jetzt egal, aber ich meine, das ist ein Beispiel dafür, wie du für deine Bedürfnisse einstehst und in Kontakt bleibst mit dem Partner. Denn das ist das, was Beziehungsprofis machen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Beziehungsidioten kommunizieren vage. Vage, ungenau, sodass sie das Gefühl haben, also sie denken immer, Mann, ich sag doch meinem Partner, was ich will. Und der Partner denkt aber, ich verstehe nicht, ich kann dir nicht helfen, ich kann nicht das machen, was du brauchst, weil ich nicht weiß, was du willst. Kurzes Beispiel. Wenn ich, vielleicht nervt es mich, dass mein Partner nicht genügend Zeit für mich hat. Und dann sagt der Beziehungsidiot, ich will mehr Zeit mit dir, hab mehr Zeit für mich, sei mehr zu Hause. Und der Partner versteht den Appell, aber er hat keine Chance, diesen Wunsch zu erfüllen. Warum? Weil das zu unpräzise kommuniziert wurde. Was heißt denn mehr? Wie viel ist mehr? Heißt eine halbe Stunde mehr am Tag mehr? Oder brauchst du 6 Abende die Woche? Was heißt mehr? Und die Beziehungsprofis, bei denen, also die Menschen, bei denen das gut läuft, die da nicht so viele Probleme haben, die haben das verstanden und die kommunizieren präzise. Also wenn es mir ein Anliegen ist, eine bestimmte Zeit mit meinem Partner zu verbringen, dann sage ich, Schatz, ich würde es gerne hinkriegen, du fehlst mir. Ja, ich finde, wir haben zu wenig Zeit. Ich hätte gerne 2 Abende die Woche, wo wir nur als Paar alleine etwas machen. Und darüber kann man dann reden. Dann kann der Partner in sich reinfühlen und sagen, finde ich das in Ordnung? Kann ich das leisten? Weil er dann weiß, womit er umzugehen hat. Und das Gute ist, Personen, die präzise kommunizieren, haben glücklichere Partnerschaften, weil auch öfter genau das erreicht wird, was du willst. Weil der andere eine Chance hat zu erkennen, dann erfülle ich dein Bedürfnis und dann habe ich es noch nicht erfüllt. Macht Sinn? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und der hat auch mit Kommunikation zu tun. Beziehungsidioten halten die Klappe oder trauen sich nicht, Dinge anzusprechen oder grundsätzlich fressen einfach Dinge in sich hinein. Das heißt, ich habe ein Problem und in meinem Beispiel habe ich ja gerade gesagt, wie man es ansprechen könnte. Und es gibt quasi einen anderen Subtyp von Beziehungsidioten, die sagen gar nichts. Die werden innerlich traurig
oder wütend und fühlen sich ungeliebt oder was auch immer das Problem dann ist und sind genervt, sind unzufriedener mit der Partnerschaft, machen aber den Mund nicht auf. Und das ist ein Riesenproblem, weil da, wo nicht gesprochen wird, da, wo nicht ehrlich kommuniziert wird, gibt es kann es keine Besserung geben, weil dein Partner kann nicht in deinen Kopf gucken. Ja? Und was ist die Lösung dafür? Das Gegenteil von alles in sich hineinfressen ist aus meiner Sicht offene Herzensgespräche. Also diesen Term, den benutze ich so, ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo aufgeschnappt habe, aber den finde ich wunderbar. Offene Herzensgespräche sind Gespräche, wo wir ehrlich miteinander kommunizieren, auch wenn das Thema unangenehm ist, uns unangenehm ist oder vielleicht, weil wir denken, der andere wird dann sauer auf uns oder was weiß ich. Es ist aber wichtig, denn ehrliche Herzensgespräche haben die Tendenz, uns näher zusammenzubringen. Und sie ermöglichen es uns halt auch, wenn uns irgendwas nicht passt, dass die Beziehung sich entwickelt und wieder mehr Zufriedenheit da ist. Deswegen machen die Profis das. Ja, die Beziehungsprofis reden ehrlich miteinander und führen ehrliche Herzensgespräche. Übrigens, dazu habe ich mal ein ganz eigenes Video gemacht. Also wenn du in diese Thematik eintauchen willst, schau mal hier oben. Kommen wir zu Punkt Nummer 5 und den hätte ich vielleicht sogar schon ganz am Anfang sagen sollen. Beziehungsidioten suchen den Fehler beim Gegenüber, beim anderen, beim Partner oder in der Umwelt. Die suchen den nie bei sich. Und Fakt ist, und das will ich ganz ehrlich so sagen, auch ich habe manchmal die Tendenz, dass ich die Fehler eher bei anderen sehe. Das ist auch manchmal ein psychologischer Schutzmechanismus. Ja? Nichtsdestotrotz sollten wir, und das machen quasi die Beziehungsprofis, Eigenverantwortung übernehmen. Sich immer die Frage stellen, was ist eigentlich mein Anteil? Ja, weil Fakt ist, egal ob du es glaubst oder nicht, an jeder Situation in deinem Leben, an jeder Situation in deiner Partnerschaft, hast du einen Anteil. Auch, und das sage ich immer wieder, wenn du betrogen wurdest, wo man ja sagt oder wo viele dann sagen, nein, er ist der Arsch oder sie ist die Blöde. Auch da haben wir einen Anteil. Auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, aber such den, ja? Such, egal bei welchem Umstand, was dein Anteil ist. Nicht, weil du schuld bist. Also ich kriege unter meinen Videos manchmal, wenn ich das Thema Eigenverantwortung und den eigenen Anteil suchen beschreibe oder bespreche, kriege ich unter meinen Videos öfter mal die Kommentare, bin ich denn immer an allem schuld? Ja, nein. Aber Fakt ist, selbst wenn es so wäre, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre es gut für dich. Weil wenn du keine Schuld hättest, beziehungsweise wenn du, ich rede ja nicht gerne von Schuld, sondern von Verantwortung, wenn du gar keinen Anteil, keine Verantwortung für deine Umstände hättest, dann hättest du ein Problem. Weil nur wer einen Anteil hat, der hat den Hebel und der hat die Macht, was zu verändern. Wenn es immer an allen anderen liegt, bist du machtlos und dann bist du quasi ein Opfer deiner Umstände. Deswegen ist es gut, Verantwortung und den Anteil bei sich zu finden. Und das ist das, was die Beziehungsexperten machen. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und jetzt möchte ich mal beginnen mit, was die Beziehungsprofis machen. Die Beziehungsprofis trainieren ihren Kopf, die positiven Dinge zu sehen. Ja, ich habe mal auf einem Seminar von, ich weiß gar nicht, wer das war das wieder Christian Bischoff? Keine Ahnung. Die Metapher fand ich cool. Der hat gesagt, jede Beziehung ist zu 80% gut und zu 20% nicht gut. Also deine und meine und die Beziehung von uns allen. Jetzt kann man debattieren, ist das wirklich so? Aber ich mag den Ansatz, weil das, was er vermittelt hat, war gut. Er hat gesagt, die Menschen haben die Tendenz, oder das Leben hat die Tendenz, uns irgendwann so hinzuschiften, dass wir nur noch die 20% negativen Dinge oder negative Aspekte in unserer Partnerschaft sehen. Und dann kommt es uns so vor, wenn wir so gucken, als wäre 100% unserer Partnerschaft schlecht. Aber da gibt es noch die 80% und wir sehen die nicht. Und die Beziehungsprofis, die mit den glücklichen, langlebigen Beziehungen, das sind die, die ihren Kopf trainieren, die 80% positiven Dinge zu sehen. Wie machen sie das? Indem sie sich immer wieder fragen, wofür bin ich dankbar, also Dankbarkeit praktizieren und was finde ich toll an meinem Partner, meiner Partnerin oder was hat sie toll gemacht und so weiter, was schätze ich? Und daraus kannst du ein Ritual machen, zum Beispiel jeden Morgen Dankbarkeitstagebuch oder jedem Abend deinem Schatzi sagen, das fand ich heute toll, vielen Dank, dass du das und das gemacht hast oder heute, du warst so angenehm, du warst so liebevoll, danke. Die praktizieren das. Und jetzt, was machen die Beziehungsidioten?
die lassen es schleifen. Das Problem ist, das Leben hat die Tendenz, uns aus der Bahn zu werfen, es sei denn, wir lenken es aktiv in die Bahn zurück. Deswegen funktioniert dieser Ansatz nicht. Und deswegen fragen sich manchmal Leute, Mann, wir waren doch jahrelang glücklich und jetzt ist irgendwie die Luft raus. Ja, das ist die Tendenz des Lebens manchmal. Die Dinge, denen du keine Aufmerksamkeit schenkst im Leben, die laufen irgendwann nicht mehr gut weiter. Das ist in deinem Job so, das ist in deiner Gesundheit so, das ist in deiner Partnerschaft so, das ist überall so. Ja? Also trainiere deinen Geist, mach's wie die Beziehungsprofis, trainiere deinen Geist darauf, die positiven Dinge zu sehen. Wenn du ein paar Anregungen haben möchtest, auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber wir finden es. Da geht es um Wertschätzungsrituale und wie wir quasi unseren Partner wieder toller finden können. Das war meine Liste nochmal kurz zusammengefasst. Punkt Nummer 1, Egoismus versus Rücksicht. Punkt Nummer 2, immer vom eigenen Weg abweichen oder für die eigenen Bedürfnisse einstehen. Punkt Nummer 3, zu unpräzise und vage kommunizieren versus spezifisch kommunizieren. Punkt Nummer 4, gar nicht kommunizieren, was mich unglücklich macht, versus offene Herzensgespräche führen. Punkt Nummer 5, ich gucke nochmal kurz in die Liste, ist Eigenverantwortung versus ich suche den Fehler beim Partner. Und Punkt Nummer 6 ist, ich trainiere meinen Geist, die positiven Dinge zu sehen versus ich lasse es einfach so dahinlaufen. Du kannst jetzt einschätzen, in diesen 6 Kategorien, wo stehst du? Und ich hoffe, du kriegst ein gutes Bild. Bist du schon auf dem Weg der Fähigkeitsentwicklung im Beziehungsleben? Bist du schon gut unterwegs? Wo fehlt noch was? Wo hast du Entwicklungspotenzial? Und auch nochmal, natürlich hat das überhaupt nicht den Zweck, Leute zu verurteilen, sondern dieses Video soll dich einfach befähigen. Und ich wollte diese Metaphern, die sehr, sehr prägnant sind, einfach nutzen, um das zu visualisieren. Und ich hoffe, du nimmst dir das raus, wovon du profitieren kannst in diesem Video. Und wenn du davon profitiert hast, dann lass mir ganz viele Daumen hoch da, denn das hilft meinen Videos, Sichtbarkeit zu erlangen. Wie immer, wenn du dich entwickeln willst, schau in die Box, da findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir. Ja, und danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen, wie immer, und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.